Moin zusammen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Im Süden Amerikas, habe ich mir sagen lassen, soll diese wunderbare Gegend liegen, in der wir uns hier gerade befinden. Denn wir spielen gerade vom Landwirtschaftssimulator 2017 die Platinum-Edition, ja? Und in der gibt es einige neue Sachen, wie unter anderem diese wunderbare, wunderschöne Karte, die es zu entdecken gilt, ja? Ein riesen Ding ist das. Und ich weiß gar nicht genau, wenn man Escape drückt, dann kann man die ganze Karte hier sehen. Also es gibt hier echt einige neue Neuerungen. Und ich möchte jetzt auch nochmal offiziell sagen, das ist quasi der offizielle Start der zweiten Staffel von Farming Simulator hier auf meinem YouTube-Kanal. Und bevor wir jetzt hier heiß in diese Karte einsteigen, ja, möchte ich ganz kurz erwähnen. Heute um 19 Uhr gibt es einen Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv. Also in dem Moment, wo ihr das gerade das Video seht, bin ich auch schon am Stream. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne dazu einschalten. Und ja, hier gibt es auch endlich Zuckerrohr und so ein Kram. Da bin ich mal echt gespannt drauf. Ich sehe auch schon, es gibt eine Bäckerei, eine Spinnerei und all so ein Kram. Also hier kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Ich wollte mir jetzt gerade mal anschauen. Oh, das sieht ja schon mega interessant aus. Was ist das hier für ein Gerät? Was ist das hier bitte? Zuckerrohr. Zum Ernten wird ein Zuckerrohrernter benötigt. Er entfernt die oberen Blätter und schneidet die dicken Zuckerrohrhalme in kompakte Stücke. Ähnlich dem Feldhäckslern haben die Zuckerrohrernter keinen eigenen Tank und müssen auf dem Feld von einem Kipper begleitet werden. Ja, okay, das weiß ich. Also das kann man quasi vorne an einen, an so eine Maschine dran machen quasi und dann häckselt er das, dann geht das hier durch und dann hinten in den, ins Behältnis quasi rein. Okay, das wissen wir schon mal. Was haben wir hier? Zuckerrohr. Zuckerrohr wächst vergleichsweise langsam, verfault dafür jedoch nicht. Abgeerntetes Zuckerrohr wächst nach einiger Zeit wieder nach und kann dann wieder geerntet werden. Okay, das hier sieht nach dem ersten Zuckerrohr quasi aus, was wir hier haben. Wir haben hier auch einen kleinen Traktor. Hier hinten haben wir quasi auch dann, glaube ich, das, wo der Zuckerrohr rein soll, oder? Zuckerrohr. Bei der Ernte werden meist spezielle Zuckerrohrkipper eingesetzt. Ihre hohe Kipphöhe erlaubt es, die Zuckerrohrhalme direkt in einen LKW-Auflieger überzuladen, um so die Ernte schneller zu transportieren. Zuckerrohr kann nicht in Silos untergebracht werden, lässt sich aber an beliebiger Stelle auf dem Boden kippen und dort zwischenlagern. Verschiedene Stationen nehmen Zuckerrohr an. Am gewinnbringendsten dürfte jedoch die Zuckermühle sein, okay? Sehr gut, das ist schon mal sehr gut zu wissen mit der Zuckermühle und allem drum und dran. Also hier gibt es auf jeden Fall jede Menge neuer Sachen zu entdecken und ich glaube, das wird eine ziemlich, ziemlich geile Staffel werden. Wie ich ja schon gesagt habe, will ich mir ja auch den ein oder anderen Mitspieler suchen, ja, meine Freundin und der Crabs One. Und ich habe sogar gehört, dass der ein oder andere YouTuber vielleicht sogar mit am Start sein wird, wenn wir das dann hier alles wunderbar spielen werden. Boah, das sieht ja richtig cool aus. Also ich will mir heute erstmal mit euch so ein bisschen die Karte anschauen in Ruhe, ja. Wir genießen erstmal die ersten Schritte auf der neuen Karte, die es hier jetzt gibt bei Landwirtschaftssimulator 2017 oder Farming Simulator. Zuckerrohr. Für das Anpflanzen von Zuckerrohr sind sogenannte Billet Planter, wie zum Beispiel der Gessner Single Row Billet Planter oder wie auch immer man die Dinger nennt, nötig. Wie bei Kartoffeln lassen sich die Maschinen mit Zuckerrohrhalmen der letzten Ernte befüllen. Die Halme werden entweder direkt mit einem Kipper in den Planter geladen oder man nutzt ein Rad- oder Telelader. Ich kenne mich mit dem ganzen Zeug noch nicht so gut aus, das muss ich an der Stelle mal erwähnen, Leute. Ja, das wisst ihr ja. Mit Schaufel dafür. Auch ohne Zuckerrohrhalme kann man Zuckerrohr anpflanzen, indem man eine Palette Zuckerrohr im Shop kauft und den Planter damit befüllt. Okay, gut zu wissen. Sieht auf jeden Fall... Ach, hier sind sogar schon Halme drin, ne? Ja, da sind schon Zuckerrohrhalme drin. Ja, krass. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant aus. Ich bin aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auf der Suche nach einem Auto, Leute. Weil ich mir mal hier so ein bisschen die Gegend angucken wollte. Hier gibt es sogar ein Flugzeug. Damit fliegen kann man allerdings nicht. Das sieht auch direkt schon so aus, als wenn man damit nicht fliegen könnte. Hier haben wir auf jeden Fall unser Auto. Da oben steht auch noch eine Erntemaschine. Auch schon mal sehr, sehr geil. Ja, das sieht doch schon mal richtig, richtig interessant aus hier. Hier haben wir sogar eine Lampe, Stühle und alles. Einen Briefkasten, den ich umfahren könnte, den gibt es hier zum Glück auch nicht. Ich gucke jetzt mal eben ganz kurz, ist das hier eine Garage, die ich öffnen kann? Da ist mein Auto. Sehr geil. Sehr, sehr schick, Leute. Das ist ja mal richtig gut gemacht.
Das ist ja mal richtig gut gemacht. Oh, das ist sogar noch nicht mal wie hier in Gold Rush The Game im Spiel. Ja, ich bin auch ein bisschen anders gewöhnt. In Gold Rush The Game, ja, da muss man nämlich den Motor anschalten und man muss die Handbremse lösen und alles. Oh, wow, 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 wow. Aber hier dreht er genauso Kurven, wenn man zu stark reinfährt. Okay. Das sieht auf jeden Fall hier richtig, richtig krass aus. Also gefallen tut mir die Karte wirklich sehr gut schon so auf den ersten Blick. Oh, wir gehen mal ein bisschen hier. Ah, in der Ego-Perspektive. Ja, sieht auch ziemlich schick aus, das Auto. Richtig geiles Teil. Schön amerikanisch gehalten, das Ganze. Gefällt mir. Wir fahren jetzt einfach mal so ein bisschen über die Karte, meine lieben Freunde, und schauen uns die heute erstmal, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, in Ruhe an. Das ist immer so bei mir beim ersten Mal, wenn ich auf einer neuen Karte spiele, dass ich mir das erstmal angucke. Werden auch so richtige Reifenspuren hinterlassen. Das ist auch geil. Oh, mega nice gemacht hier. Kann man da oben auf diese Brücke drauf fahren? Das würde mich mal interessieren. Ja, das sieht so aus. Dann will ich das einmal gerne machen. Das Ding fährt auch ganz schön schnell hier. Finde ich schon mal gut, dass das Auto so viel Tempo auf Lager hat. Sehr geile Sache. Oh, warte mal. Sind da oben... Oh, da fährt die... Ah, da fährt der Zug lang. Okay. Hier gibt es also auch den Zug auf der Karte. Sehr geile Sache. Da scheint auch die da scheint auch irgendwie die Ladestation vom Zug zu sein, ja. Okay, hier hinten geht's weiter. Ja, hier sind auch nochmal Felder. Oh, das ist richtig cool. Ich finde das richtig cool mit diesem anderen Charaktertypen hier jetzt, ne? Man hat halt hier nicht so dieses typische Bauernhof-Ding, sondern alles so schön, ja. Irgendwie so ein südliches Feeling halt, ne? Ich denke mal, wir werden hier eine Menge Spaß haben auf der Karte. Morgen geht es dann auf jeden Fall richtig los. Oh, das sieht auch geil aus. Das gefällt mir auch richtig gut hier. Coole Sache. Im Wasser sind überall Algen. Oh, da liegt sogar ein Auto im Wasser. Was mal irgendwann hier von dieser Brücke gefallen ist. Ja, die Brücke haben sie auch richtig gut gemacht. Also man muss sagen, der Landwirtschaftssimulator macht hier schon echt enorme Fortschritte. Ich hoffe, dass die Entwickler das so beibehalten und dass sie echt mehr und mehr nach und nach solcher Dinge kommen. Das ist für mich wirklich ein richtig geiles DLC. Wo ich auch sagen muss, Leute, ey, dafür lohnt es sich, glaube ich, auch mal ein bisschen was zu investieren. Weil hier ist echt eine Menge cooles Zeug dazu gekommen. Was echt cool aussieht auch. Wir fahren jetzt mal weiter hier schön hinten außen rum, ne? Wie gesagt, halt einfach mal schön die Karte entspannt anschauen. Um sich schon mal ein Bild davon zu machen. Sieht richtig, richtig cool aus. Das Wetter ist auch wunderbar. Die Sonne scheint, strahlend blauer Himmel, nur ein bisschen bewölkt. Ja, hier sind nur ein paar kleine Wolken, die uns aber nicht stören werden. Ah, vorsichtig. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt hier nicht irgendwie anfängt, gleich zu regnen. Oh, was haben wir denn da? Warum ist das alles gelb? Sonnenblumen? Ah, Sonnenblumen, ja, ne? Ja, Sonnenblumen. Ja, sehr schön. Lohnt sich auch hier anzupflanzen. Oh, da hinten geht es auch über eine Brücke. Da will ich jetzt aber mal drüber fahren, Leute. Hier haben wir auf jeden Fall was, wo wir verkaufen können. Oh, da haben wir ein Auto. Ah, okay, über die Brücke darf ich nicht fahren. Die ist abgesperrt. Schade aber auch. Hätte ich mir gerne mal angeschaut, die Brücke. Na gut, dann drehen wir mal. Dann fahren wir mal hier vorsichtig durch die Stadt. Ach, hier laufen die Leute schon lang alle in der Stadt. Schick, schick. Hier müsste nur noch Musik in den Läden laufen und so. Ja, dass das Ganze noch ein bisschen realistischer belebt aussieht, fände ich mega geil. Aber das sieht schon echt cool aus. Boah, guckt euch mal die Stadt an. Wie geil ist das denn bitte gemacht? Alleine schon hier dieser Platz auch, das sieht geil aus. Warte mal ganz kurz. Ich würde sagen, wir stellen mal unser Auto hier vorsichtig an die Seite. Dann steige ich mal aus, dann gucken wir uns mal hier den Platz an. Das ist mega cool gemacht. Das gefällt mir richtig gut hier. Guten Tag, die Dame. Ja, lauf einfach durch mich durch. Ey, hier kommt gar kein Wasser raus. Was ist hier mit dem Brunnen los? Kommt hier überhaupt kein Wasser raus? Naja, sieht trotzdem sehr geil aus. Gefällt mir wirklich sehr gut. Steig jetzt nochmal ins Auto, dann fahren wir mal weiter. Es gibt ja noch ein bisschen mehr zu erkunden hier. Richtig coole Sache auf jeden Fall. Oh, was haben wir denn hier hinten? Ist hier ein Hafen? Ja, hier ist ein Hafen. Fahren hier auch richtig Schiffe lang? Ja, da hinten ist ein Schiff. Alter, ist das geil. Das ist ja mal richtig cool gemacht. Ich würde jetzt nur mal interessieren, ob hier wirklich auch richtig so Schiffe lang gefahren kommen, so große. Also da hinten haben wir auf jeden Fall ein Schiff. Da hinten ist anscheinend nochmal ein Hafen. Komm, da fahren wir auch mal eben hin, Leute. Das will ich mir mal eben anschauen. Das wäre natürlich geil. Na, vorsichtig. So. Dann gucken wir mal.
So. Dann gucken wir mal, was man da so machen kann. Boah, das sieht auch geil aus hier mit der Erde an der Seite und so. Boah, da haben die echt eine... Also, die Karte finde ich richtig geil. Mir persönlich gefällt die Karte wirklich sehr, sehr gut. An der Stelle einfach mal kurz ins Video reingeworfen. Ihr könnt gerne mal Feedback in den Kommentaren da lassen, wie ihr bisher die Karte so findet bei dem Eindruck, den ihr jetzt gerade hiervon bekommt. Ja, da haben wir unser Schiff. Fährt das denn oder steht das da nur die ganze Zeit? Sieht aus, als wenn das da nur steht, ne? Was ist denn, wenn man hier ins Wasser fällt? Kommt man da noch raus? Ja, da muss man bestimmt dann den Berg hochlaufen. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Das will ich jetzt auf jeden Fall nicht austesten, Leute. So, dann fahren wir hier jetzt schön rückwärts wieder raus. Oh. Geben wir schon Gas hier. Dann gucken wir uns mal hier beim Rest um, was da so abgeht. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, das sieht schon mal alles sehr, sehr interessant aus. Ah, da hinten haben wir auch nochmal ein Schiff. Ich habe keine Ahnung, ob die fahren oder ob die nur stehen, Leute. Das weiß ich nicht. Na, dann fahren wir mal hier lang. Ja, also die ganzen Stromleitungen auch sau interessant, wie das gemacht ist hier. Finde ich auf jeden Fall mega, mega cool. Eine richtig schöne Karte geworden, die sie da rausgehauen haben. Ja, und ich glaube, hier rüber können wir sogar zurückfahren. Da Feld 14 gehört uns auch. Und da glaube ich, wenn ich jetzt die nächste dann links reinfahre gleich, dann kommen wir auf unseren Hof. Ah, hier. Ja, da geht's auf den Hof. Da ist das schöne Schild, ja, hier von unserer Farm. Dann fahren wir mal da drauf. Richtig cool gemacht. Saugeil. Ah, ich freue mich drauf, Leute. Ich freue mich drauf. Wir werden auf jeden Fall morgen in der Folge dann Gas geben. Da wird es dann hier richtig losgehen. Ah, wir müssen jetzt das, wir müssen jetzt den Jeep hier oder den Truck ein bisschen einparken hier. Moment. Oh. Pickup. So. Zack, der Pickup steht wieder hier. Schön in der Garage. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eher die Garage zumachen. Sehr schön. Das Auto steht drinne, alles passt. Sehr geil. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, dann haben wir uns ja heute hier alles schön angeguckt. Oh, wartet mal. Mein eigener Pool. Da will ich auf jeden Fall mal reinspringen. Und hier ist auch noch mein Grill. Objekt ist zu schwer. Egal. Puh. Ja, sehr schön. Ja, noch ein bisschen im Pool schwimmen. Ne? Hier hinten geht es sogar noch runter. Sehr, sehr schön. Oh, man kann sogar ins Haus rein. Da gehen wir auch noch mal kurz. Ne, man kann nicht rein. Doch. Wie geil ist das denn bitte? Man kann sogar richtig ins Haus rein. Und das ist sogar so richtig eingerichtet alles. Ey, das ist ja mal mega cool, Leute. Das ist ja mal mega cool. Du kannst in jedes einzelne Zimmer. Ey, da kann man nicht rein in die Dusche. Oh, da wollte ich schon sagen, ey, das wäre schon echt detailgetreu hier. Aber das sieht schon sehr geil aus. Also das Bad finde ich ja richtig schick. Das gefällt mir auf jeden Fall. Sau cool. Ja, Leute, da würde ich auch sagen, das war's auch von der heutigen Folge Farming Simulator. Das war die erste Folge, die offizielle erste Folge der neuen Staffel, in der wir uns erstmal angeguckt haben, wo wir hier überhaupt sind, wo wir jetzt überhaupt leben in Zukunft, ja. Denn ich hatte das Bauernleben in Deutschland satt. Das war mir einfach nett. Ich bin nach Amerika ausgewandert. Ja, Leute, hier schön Sonne und alles drum und dran. Viel, viel schöner, ne? So muss das einfach sein. Und ich hoffe, dass es euch hier auch gefällt. Und dann könnt ihr mir ja gerne mal Feedback in den Kommentaren da lassen. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr Bock auf Farming Simulator wieder in Zukunft habt hier auf dem Kanal, dann droppt auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben. Ja, damit unterstützt ihr nicht nur den Kanal, sondern das gesamte Projekt auch direkt zu Anfang hier. Ja, da komme ich auch nicht rein, schade. Und ihr könnt gerne Feedback in den Kommentaren da lassen. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge von Farming Simulator 7 wieder. Platinum Edition, ja. So heißt das Ganze jetzt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.